Jo, da sind wir da bei One Piece Unlimited. Nein, nicht Unlimited Cruise. Pirate Warriors 2. Beim letzten Mal haben wir den Prolog beendet. Haben, ja, irgendwie sind ein paar unserer Leute übergelaufen zu den Bösen. Und, ja, ich würde sagen, fangen wir jetzt mal richtig mit dem Kapitel an. Fähigkeitsnotizen. Ah, ja. Segel setzen. So, Berrywachstum. Drücke Viereck während der Charakterswahl, um zum Berrywachstum zu gelangen. Oh. Okay, also man kann anscheinend quasi die Charaktere nachleveln, sage ich mal, auf die Höhe des Stärksten. Von der Kampfvorbereitung kann ich auch zum Berrywachstum kommen. Das heißt, ich könnte theoretisch Nami bis auf Level 7 machen. Okay, Angreifer, Techniker, Techniker. Wenn ich jetzt Ruffy wähle, kann ich da wahrscheinlich nur Nami als Hilfe wählen, wollte ich gerade sagen. Mugiwara の一味を離れ離れにした、パンクハザードの一件は、海軍本部を通じてすぐに世界政府の上層部に報告された。 事件にダイヤルが絡んでいることを知った政府は、その後異常な反応を見せ、海軍本部に対して麦わらの一味を一刻も早く捕らえるように命じるとともに、各地の海賊同盟に何らかの密約を示し、麦海軍からの激しい攻撃に対して切り札を手に入れたい海賊たちは政府の呼びかけに応じて麦わらの一味を探していた。一方、ルフィとナミを捕らえた海軍中将スモーカーは 2人を海軍本部に連行しようとしていた。そこへ海軍本部にいる部下より電電虫による連絡が入る。 Ich wollte eigentlich einen anderen Charakter nehmen, aber gut. Machen wir erstmal Ruffy nochmal. Und beim nächsten Mal nehmen wir einen anderen Charakter. おい、どうしたんだ？ゾロたちが見つかったのか？黙ってろ、海賊。中将は電電虫でお話し中だ。話は分かった。 お前は本部にとどまって情報を集めてくれ。頼んだぞ。ガチャ。中将、何か事件で？ああ。俺と俺の部隊に所属する海兵全員に対して、耳覚えのねえ反逆罪の疑いをかけられているようだ。ええ！何だお前？悪いことでもしたのか？どうやら。 パンクハザードで見たダイヤルが絡んでいるらしいが、麦わら、お前もダイヤルを持ってたな。ああ、あの時まず俺のダイヤルが震えて、そしたら仲間が持ってたダイヤルから霧が出てきたんだ。震えるダイヤルに霧のダイヤルか。で、霧を吸った奴らがおかしくなっちまったと。麦わら、 とりあえずお前の震えるダイヤルをよこせ。そいつの謎を解かねえとどうにもならねえ。ああ、欲しけりゃやるけど。待ってルフィ、そのダイヤルはみんなを探す手がかりになるかもしれないのよ。そんな私たちにとってとっても大事なものをただで渡せるわけないじゃない。例えば私たちの仲間探しに協力するっていうなら、 考えてあげないこともないけど。海賊風情は海兵の俺に取引を持ちかけようってのが。でも海兵をクビになりそうなんだろ。クビにされる筋合いはねえし、やめるつもりもねえ。あれ、俺のダイヤルが震えてるぞ。Mein Gott, Joe Lau. じゃあ大変だ。この船海賊に囲まれてるぜ。 敵はすんげえ数だ。能力者もいるようです。今の戦力じゃ厳しいが、応援を呼ぶわけにもいかねえな。おい、解放してくれんなら手伝ってやるぞ。解放しろだと。仕方ねえ。奴らの拘束を解いてやれ。周りのクズどもを片付けねえと話が進まれ。え？いいのかよ。 Ich frage mich aber, als könnte Smoker Ruffy für einen Crewangriff haben? Das wäre etwas komisch.
So, was haben wir denn? Okay, okay. So, da haben wir Nami, da haben wir Smoke, Warpul und Don Krieg. Okay. Missionsziele. Besiege Don Krieg und Warpul. Okay. Erste Anweisung, erobere das Territorium. Wahrscheinlich das direkt vor mir, ne? Ah, und das rechts da auch noch. Okay. So. Mal sehen, Münzen. So, Münzattribute. Der Münzbeutel hat sich vergrößert und du kannst jetzt mehrere Münzen platzieren. Wenn du mehrere Münzen platzierst, erhöht sich dir jetzt deine Stärke in Abhängigkeit der Sterne. Ja. Verschaffe Attribute, indem du Münzen in eine Verbindung zueinander. Ah, Verbindungen gibt es also auch. Das heißt, wenn ich das hier. Da zum Beispiel. Dann würde ich jetzt mein Leben auf 5 erhöhen. Okay. Die Nami hat aber gerade geglitzert, oder? Ah, jetzt verstehe ich das. Das ist also wie auch beim ersten Teil, dass die, die glitzern, mit denen hat er eine Verbindung. So, und Nami, kann sie sich mit irgendwas mit dem Ruffy, aber hat sich schon. Das heißt, ich kann einfach irgendwas reintun, was viele Sterne hat. Zum Beispiel das hier. Für ein bisschen mehr Verteidigung. Okay. Ist es drin jetzt, oder? Okay. So, Freund auswählen. Ja. Ah, okay, jetzt können wir theoretisch Ruffy auch als Freund auswählen. Hätten wir. Hätten wir Nami genommen. Geheimnismünzen. Ah, da steht das. Erreiche überall Rang S. Okay, lasse erscheinen, ohne dass Verbündete fliehen. Und schaffe 1000 K.O.s. Ah. Jetzt weiß ich wenigstens, wo man das auch anschauen kann. Streitmachtinformationen. Ja, komm. Let's go. Wir haben genug Zeit verbraucht. Okay, das mit dem schockierenden Gegner kennen wir schon. Na dann. Wollen wir mal, ne? So. Da vorne fangen wir an. So. Direkt mal aktivieren. Nein! Ich vergesse es immer. Das aktivieren sollte, wenn ich vor den Gegnern stehe und nicht einfach irgendwo im Nirgendwo. So. Aber hier kann ich es aktivieren. So, dann wollen wir mal. Ich habe keine Ahnung, worüber sie gerade gesprochen haben. Ah. Verbündete Basis darf nicht eingenommen werden. Ah, das war, glaube ich, ganz in Ordnung. Wer ist da? Junge, toppt ja auch gerade Leute um. Ja, Moment, vielleicht ist da ja was drin. Boah, Angriff hoch. Das ist praktisch. Oh, da ist auch der Anführer schon. Da, Hilfe. So, Territorium eingenommen. Nummer 1. Auf zum nächsten. Hier durch. Besiege den Piraten-Captain und rette Marine-Kommandant. Kann man hier nicht? Ach, da kann man durch. So, aktivieren. So, direkt. So, jetzt war das aber richtig. Denn jetzt kann Nami ordentlich mal reinhauen. Und jetzt nochmal zurückwechseln. Perfekt. Das hat gut gewirkt. Oh, da haben wir das Style hoch. Direkt mal aktivieren und weiter geht's. So, jetzt wird er eben anvisiert. So, haben wir irgendwo Nami hier stehen? Nein, Nami, nein. Gegner meine ich. Na gut, machen wir es aus.
Und machen wir es wieder voll. Perfekt. So, ich wollte jetzt immer noch zu Smoker gehen. Alle Marinekommandanten erfolgreich gerettet. Das ist gut. So, hier vorne wollte ich mal helfen beim Einnehmen. Style Change. Waren hier nicht ein paar mehr Gegner gerade eben noch? Da. Die nehmen wir alle mal mit. Falls ich jetzt überhaupt welche erwischt habe, irgendwie. Ja, da. Einmal aktivieren. So, ich habe irgendwo gerade noch eine Goldtruhe gesehen. Da. Perfekt. Münze. Mal sehen. Ja, okay. Ist schon sogar fast eingenommen. Das heißt, ich muss jetzt schaffen, dass keiner meiner Leute verschwindet. Ah, Anführer ist erschienen. Perfekt. Also keiner meiner Leute darf verschwinden und 1000 K.O.s. Vielleicht dann überall noch... Oh Gott, das wird überall S-Rang. Das wird ein Spaß. Gut, das geht wahrscheinlich sehr viel einfacher, wenn man später... ja, wenn man später auf einem höheren Level ist. So, ich mache am besten aber mal alles auf. Vielleicht ist ja irgendwann noch... Ja, genau, das für Style voll machen. Ja, nächste Mission. Ich würde sagen, ich laufe schon mal weiter. Ich denke mal, ich muss diese großen Roten da umhauen. Schau währenddessen noch hier nach Goldtruhen. Mission abgeschlossen. Da haben wir noch Goldtruhe nochmal. So, Piratenkapitän. Piratenkapitän. Ah, da. Hier muss ich noch nichts machen. Da vorne die Piratenkapitän muss ich jagen. Piraten. So. So, direkt mal hier vor mir aktivieren. So, das dürfte einen umgehauen haben. So, und vielleicht kriegen wir den anderen auch direkt noch kaputt, wenn Ruffy gute Arbeit macht. Jo, wieder einer weg. So, nein, das wollte ich nicht aktivieren. Weg damit. Mach das weg. So, ich wollte nach vorne gucken. Was, die sieht sich zurück? Achso, wegen MH5. So, besiege den Piraten-Captain da hinten. Dann auf Tsunami. Ja, das ist Pirate Warriors. Hektisch bis zum geht nicht mehr. Oh, und mein Style ist wieder voll. Perfekt. So, schnell mal dahin. Dann hier links. Oh, die nehme ich mit. Die, what? Was ist das? Das war wahrscheinlich das MH5. Wow! Ja, das war das MH5. Das hat ordentlich reingehauen. Hallo! Liebe Leute von heute. So. So, Piratenkapitän ist kaputt. Ah, da ist noch einer. So, gerade noch aktiviert, denke ich mal. Du weißt, wie viel Zeit ich noch hatte. So, wo ist er hin? Okay, Pionier gehört anscheinend zu uns. Suche Pionier. Was? Suche Pioniers Vormarsch? Bubble bewegt sich auf Pionier zu. Dann laufen wir mal dahin, wo da eben was geblinkt hat. Pionier, Pionier? Wo ist denn dieser Pionier? Da, in der Richtung. Und nun, was machst du? Ach, sichere. Ich suche. Ich muss dem einfach nur helfen. Wo ist er hin? Oh, hallo Warpol.
Okay, der geht in die andere Richtung, wo keine Gegner sind. Das heißt, ich kann mich hier mal schnell um Wapol kümmern. Na, wobei ich sage... was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht machen. Wobei ich sagen würde, das machen wir erst im nächsten Part. Das war's mal wieder von One Piece Pirate Warriors 2. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.